und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Leute, wir machen etwas super Cooles heute und zwar finden wir eure perfekte Haarfarbe raus in Bezug auf euren Farbtypen. Also sozusagen, wir finden erst euren Farbtyp raus, bezogen auf eure Hautfarbe, euren Hautunterton, eure Augenfarbe etc. etc. Und danach werde ich euch erzählen, welche Haarfarben euch besonders gut stehen würden. Und ich werde euch einmal an Bildern von Stars zeigen, wo sie einmal die richtige Haarfarbe für sich tragen und einmal eher so die falsche. Und ich glaube, es kann wirklich sehr, sehr interessant werden. Und außerdem hat es einfach was mit Haaren zu tun. Und ihr wisst, Haare sind einfach so eine Sache, die mache ich einfach gern. Wäre ja auch schlecht als Friseurin, oder? Was ich noch sagen will, ist, dass jede Haarfarbe schön ist. Jeder kann das tragen, was ihm gefällt. Es ist nur so eine kleine Hilfe von mir. Vielleicht habt ihr mal irgendwie Lust, das auszuprobieren. Und ich möchte kein schlecht reden, auch die Stars nicht, von denen ich später die Bilder einblende. Jeder kann das tragen, was er will. Jeder ist schön, so wie er ist. Das war übrigens auch nicht meine Videoidee. Ich habe dieses Video bei einer amerikanischen YouTuberin gesehen, die ebenfalls Friseurin ist und fand es einfach super interessant. Und ich finde es einfach cool, so ein wirkliches Wissen auch darüber weiterzugeben, weil ich finde, in irgendeinem Bezug ist es schon wichtig. Ja, wenn ihr jetzt gespannt seid, was für ein Farbtyp ihr seid und welche Haarfarbe gut zu euch passt, dann bleibt jetzt auf jeden Fall dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Das mag vielleicht einigen von euch schon bewusst sein, aber ich möchte euch erstmal erzählen, wie Farbe überhaupt aufgeteilt wird. Und zwar wird Farbe in warm, kalt und neutral aufgeteilt. Es stimmt zum Beispiel nicht, da gab es nämlich mal ganz lang so eine Theorie, dass Menschen mit dunkleren Haaren eher in die warme Farbrichtung gehen und Menschen mit helleren Haaren eher in die kühle. Es gibt nämlich ganz, ganz verschiedene Farbtypen und deswegen werden wir jetzt einfach mal herausfinden, wie man herausfindet, was für ein Farbtyp bzw. was für eine Haarfarbe euch am besten steht. Als allererstes werden wir jetzt mal rausfinden, ob euer Hauttyp eher kühl oder eher warm ist oder sogar neutral. Und dazu ist es am besten, dass ihr euch eure Adern hier am Handgelenk anschaut. Wenn die Adern hier so ein bisschen blau durchschimmern, dann sind die Chancen größer, dass ihr ein kühler Hauttyp seid. Und wenn sie eher grünlich aussehen, dann sind die Chancen größer, dass ihr ein eher wärmerer Typ seid. Wenn ihr beides habt, also grünlich durchscheinende und bläuliche Adern, so wie es zum Beispiel bei mir ist, dann seid ihr wahrscheinlich eher neutral. Dann ist es auch noch wichtig, die Hautfarbe, den Hautton so ein bisschen herauszufinden. Und da ist es ganz gut, wenn ihr euch hier euren Unterarm so ein bisschen anschaut. Wenn ihr eher so einen rosig-bläulichen Unterton habt und relativ blass seid, dann ist es eher so in die kühle Richtung eingeordnet. Beachtet dabei bitte, gebräunte Haut zählt dabei nicht wirklich. Es zählt wirklich eure neutrale Hautfarbe, deswegen ist auch wieder hier ganz gut, weil ihr da eben nicht so krass gebräunt seid. Und wenn ihr eher so in diesen goldigen, bräunlichen oder bronzefarbenen Bereich kommt mit eurer Hautfarbe bzw. eurem Hautunterton, dann ist das Ganze auch wieder eher warm. Und wie gesagt, es gibt eben immer Mischtypen, also es kann auch sein, dass ihr es nicht zu 100% definieren könnt oder es irgendeine Mischung ist, das zählt dann wieder als neutral. Kommen wir jetzt auch gleich zur Augenfarbe. Als kalt zählen ganz klar die Farben zum Beispiel blau, grau, grün, blaugrün, blaugrau, aber auch graubraun oder schwarzbraun, also so wirklich ganz, ganz krass dunkle Augen, die schon fast schwarz aussehen, die zählen ebenfalls als kühle Augenfarben. Oder wenn ihr einen Graubraun habt, das ist quasi, wenn die Augen in der Mitte so ein bisschen bräunlich-goldiger werden und außen aber trotzdem immer noch grau sind, dann zählt es als graubraun, das ist auch eine kühle Farbe. Als warm ist dann zum Beispiel so ganz typisches Dunkelbraun oder so ein Oliv, was ein bisschen mit Grün gemischt ist, Haselnussfarben, also so ein richtig schönes Haselnussbraun, was auch so in die Bärensteinrichtung geht. Also alles von hellbraun bis dunkelbraun sind warme Farben. Ich hoffe, dass ihr jetzt wisst, was ihr für ein ungefährer Farbtyp seid. Jetzt machen wir weiter mit den Farben, die dazu passen. Wir machen jetzt einfach gleich mal weiter mit dem kalten Farbtyp. Wenn ihr eher kalt veranlagt seid, dann steht euch alles, was aschig ist, also sprich einen bläulichen, violetten Unterton hat beispielsweise. Zum Beispiel ein aschiges, helles Blond mit einem kühlen Unterton. Oder aschig versteht man in der Friseurwelt alles, was mit einem blauen Unterton, einen sehr kühlen Unterton hat. Dann zum Beispiel ein richtig sattes,
mittel- bis dunkelbraun, was so in die espressofarbene Richtung geht, wenn ihr euch vorstellen könnt, was ich meine. Zum Beispiel Adriana Lima hat sehr oft diese Haarfarbe. Alles, was sehr, sehr satt und gedeckt aussieht. Kalte Typen können super gut Rottöne tragen, aber nur Rottöne mit einem violetten oder blauen Unterton. Also auf keinen Fall ein Rot mit einem orangenen Unterton. Deswegen zum Beispiel, wenn ihr auch einen Lippenstift aussucht, dann schaut auf euren Farbtyp. Wenn ihr ein eher kälterer Farbtyp seid, dann auf jeden Fall ein Rot, was einen blauen Unterton hat. Und wenn ihr ein wärmerer Farbtyp seid, dann bitte ein Rot, was einen orangenen Unterton hat. Was kühle Typen auch super tragen können, ist zum Beispiel Blauschwarz. Blauschwarz sieht wirklich nur an kalten Typen gut aus, denn es hat einen blauen Stich oder eben diese ganz, ganz dunklen, gedeckten, braunen bis schwarzen Töne. Wenn ihr eher ein wärmerer Farbtyp seid, dann stehen euch zum Beispiel super gut goldenes Blond, Strawberry Blond, Strawberry Blond geht so in die rötlichere blonde Richtung, sieht super schön aus an warmen Farbtypen. An, wie gesagt, Rottöne mit orangenem Unterton, wie ich es gerade eben vorher schon erklärt habe. Wenn ihr mehr ins Braun gehen wollt, dann auf jeden Fall irgendein Schokobraun, also irgendwas mit einem sehr, sehr warmen Unterton. Auf keinen Fall irgendwas Kaltes, denn es lässt euch super blass und fahl wirken. Im Schokobraun ist zum Beispiel ein Tick Rot mit drin oder in diese Richtung Haselnuss. Und wenn ihr ganz dunkel gehen wollt, dann auf jeden Fall auch bitte immer mit einem warmen Unterton, dass ihr wenigstens so einen kleinen Reflex drin habt. Jetzt kommt der große Vorteil, denn die Leute, die neutrale Farbtypen sind, die können eigentlich alles tragen. Da habt ihr sozusagen keine Grenzen. Euch wird im Normalfall eigentlich alles stehen. Ihr sollt am besten einfach das ausprobieren, worauf ihr Lust habt, womit ihr euch am besten wohlfühlt. Neutrale Farbtypen haben da wirklich sehr, sehr viel Glück und haben da einfach eine große Auswahlmöglichkeit. Aber probiert einfach rum, was euch am besten gefällt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel die komplett falsche Haarfarbe tragt, dann werdet ihr das sehen. Also euer Gehirn wird euch so ein bisschen sagen, so okay, irgendwas passt da nicht ganz zusammen. Erstens mal ist es meistens so, dass eure Haut total fahl und blass wirkt. Ihr wirkt so ein bisschen kränklich. Eure Augenringe sehen extremer aus. Eure Augen strahlen nicht. Die wirken einfach so ein bisschen fahler. Rötungen sieht man mehr. Also es ist, hat wirklich mega viele Nachteile, wenn man sozusagen die falsche Haarfarbe trägt. Klar kann man tragen, was man will, aber ich sag nur, wenn man die perfekte Haarfarbe für sich gefunden hat und einfach trägt, dann sieht man das einfach, weil die Haut strahlt. Es sieht einfach alles viel straffer aus und glaubt mir, es ist wirklich so. Die Augen strahlen, ihr seht einfach gleich viel, viel besser aus. Um euch das Ganze jetzt so ein bisschen näher zu bringen, weil ich weiß, dass sowas ein bisschen kompliziert wirken kann, wenn man jetzt nicht gerade Friseurin oder so ist, habe ich euch ein paar Stars rausgesucht, bei denen ich euch zeige, was Haarfarbe eigentlich alles ausmacht. Und als allererstes zeige ich euch jetzt von einem von Natur aus sehr, sehr warmen Typ, und zwar Gigi Hadid. Hier auf diesem Bild sieht man sie, wie man sie kennt, mit ihren goldblondenen Haaren. Sieht super gut aus. Das passt perfekt zu ihrem Hautton und auch zu ihren Augen. Sie sieht einfach frisch aus, wenn sie diese Haarfarbe hier trägt. Und jetzt zeige ich euch eben eins, indem sie eine Haarfarbe trägt, die einfach nicht so optimal für sie ist. Und zwar ist das dieses Bild hier. Hier trägt sie ein sehr, sehr dunkles Braun, was sehr, sehr aschig ist und sehr, sehr gedeckt ist. Und man sieht sofort, das betont total, obwohl sie auf dem Foto geschminkt ist, die Augenringe, die Haut wirkt total blass und sie sieht so ein bisschen kränklich aus. Und genau das ist das, was ich meine. Ich habe hier jetzt auch nochmal zum Vergleich wieder ein Bild, auch mit etwas dunkleren Haaren, aber dafür in einer warmen Farberichtung, und zwar dieses hier. Und hier sieht man wieder, es ist wieder eindeutig besser, der Hautton sieht viel besser aus, die Augen strahlen mehr, sie sieht allgemein einfach viel frischer aus als auf diesem Bild hier. Also ich finde, da ist der Unterschied wirklich besonders gut zu sehen, weil sie einfach ein warmer Farbtyp ist, und deswegen stehen ihr warme Farben, ob das jetzt in die bräunliche Richtung geht oder in die blonde Richtung, einfach viel, viel besser. Dann machen wir weiter mit einem Star bzw. einem Model, was einen sehr, sehr kühlen Typ von Natur aus hat, und zwar Cara Delevingne. Und da habe ich dieses Foto hier rausgesucht. Diese Farbe ist wirklich die optimale Farbe für sie. Es ist ein sehr, sehr aschiges Blond, passt perfekt zu ihrem Hautton. Ich meine, ihr könnt sehen, wie gut ihre Augen dabei rauskommen. Diese Farbe passt einfach perfekt. Jetzt habe ich noch ein Foto gefunden,
wo sie die Haare etwas dunkler und in einem sehr, sehr warmen Farbton trägt, und zwar dieses hier. Und ich glaube, da kann mir jetzt auch jeder zustimmen, das sieht einfach nicht so gut aus wie dieses Kühle an ihr. Also da merkt man einfach, wenn man sich das anschaut, man merkt einfach, okay, da stimmt irgendwas nicht, beziehungsweise es passt einfach nicht so zu ihr. Auch hier, es lässt sie einfach wieder total blass wirken, so ein bisschen fahl auch im Gesicht. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, seitlich an ihren Wangen, da wirkt sie so ein bisschen bläulich. Und auch hier unten an ihren Augenringen, sage ich jetzt mal, das wirkt einfach alles so ein bisschen bläulich. Und da sieht einfach auf jeden Fall das Aschige viel, viel besser aus. Dann habe ich auch noch einen eher dunkleren Typ rausgesucht, und zwar Kim Kardashian. Hier ist zum Beispiel einmal ein Foto von einem dunklen Braun, was auch ins Warme geht. Kim Kardashian ist nämlich auch ein warmer Typ von Natur aus. Das sieht man an ihrer Hautfarbe, die ist eher so richtig schön. Die hat einen sehr, sehr bräunlichen, bronzefarbigen Unterton. Und hier auf diesem Foto trägt sie die Haare dunkelbraun mit einem sehr, sehr warmen Unterton. Und jetzt einmal ein Vergleichfoto mit einer nicht so optimalen Haarfarbe für sie, und zwar dieses hier. Hier trägt sie die Haare in einem dunklen, ja, es sieht schwarz aus, aber es ist wahrscheinlich eher ein sehr, sehr dunkles Braun, was eher kühl ist. Und ich finde, man sieht hier zum Beispiel auch sofort, dass die Haarfarbe nicht zum Hautton passt. Also ich finde, es passt einfach nicht so gut zusammen. Sie kann auf jeden Fall so eine dunkle Haarfarbe tragen, es müsste nur zum Beispiel etwas wärmer sein. Da finde ich eben einfach das Bild hier, das vorherige, einfach viel, viel besser. Das sieht einfach richtig schön einheitlich, sage ich mal, aus, während dieses Schwarz einfach ein bisschen hart wirkt, obwohl sie einen bräunlichen, gebronzten Unterton, sage ich jetzt mal, hat. So, meine Lieben, und das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe natürlich sehr, dass ich euch geholfen habe. Ihr könnt mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, welcher Farbtyp ihr seid. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Und dann könnt ihr mir auch sehr, sehr gerne noch in die Kommentare schreiben, ob eure Haarfarbe dann eurem Farbtyp entsprechend ist oder eben nicht. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Und ich würde sagen, wir sehen uns ganz bald wieder zu einem neuen Video. Ciao!